Ich bin Antonia Schulz und ich studiere im Master Psychologie mit Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie an der Technischen Universität Braunschweig. Mit dem Niedersächsischen Wissenschaftspreis werde ich für meine akademische Leistung und mein ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Im Studium begeistern mich insbesondere die Personalentwicklung und die Organisationsentwicklung. Ich beschäftige mich also damit, wie Menschen erfolgreich lernen können, um auch in einer sich immer schneller verändernden Arbeitswelt zufrieden, leistungsfähig und vor allem auch gesund zu bleiben. Ich engagiere mich seit vielen Jahren für soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit. Auch da lässt mich aber die Begeisterung für Personalpsychologie nicht ganz los. Während der Covid-19-Pandemie habe ich beispielsweise in der Braunschweiger Tafel unterstützt, eine Nottafel aufzubauen und habe da die Freiwilligen koordiniert. Wir haben innerhalb kürzester Zeit fast 170 neue kurzfristige HelferInnen angeworben und diese in unsere Arbeitsprozesse integriert. Das war so erfolgreich, dass die Braunschweiger Tafel fast die gesamte Zeit geöffnet bleiben konnte. Aktuell engagiere ich mich ehrenamtlich unter anderem bei Enactus Braunschweig. Enactus ist eine Studieninitiative, die in 33 Ländern weltweit aktiv ist. Jeder Standort setzt dabei eigene Projekte um, die auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen hinarbeiten und sich wirtschaftlich selbst tragen. In Braunschweig bin ich Teil des Upcycling-Projektes Neuerdings, bei dem wir aus alten, kaputten Zelten, die auf Festivals zurückgelassen wurden, neue Bauchtaschen herstellen. Die Festival-Bauchtaschen werden dann im Folgejahr als Festival-Merchandise weiterverkauft. Wir wollen darauf aufmerksam machen, wie viel unnötiger Müll auf Festivals anfällt und was für tolle Möglichkeiten es gibt, Müll auch zu vermeiden.